Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6 auf meinem Kanal. Ja, in der heutigen Folge werden wir wieder eine neue Linie bauen. Ja, meine Haare sind nicht gemacht. Ich komme gerade aus der Dusche, es ist sehr warm hier bei mir. Ich kann euch das mal zeigen, es geht eigentlich gerade. Im Moment habe ich nur genau 30 Grad. Kann man das sehen? Ja, man kann es sehen. Genau 30 Grad. Ich hatte aber auch schon mal 37 Grad. Heute geht es ein bisschen. Ich habe jetzt nur einen Ventilator laufen. Ich hoffe mal nicht, dass der zu laut ist und ihr den hört. Ja, in der heutigen Folge möchte ich ganz gerne mit euch... Erstmal machen wir das wieder weg. Oh, sieht das schön aus. unsere Intercity oder Regionalbahn. Ich glaube, es wird Intercity. Den haben wir nämlich noch nicht. Hier über... Southampton wird nicht angebunden. Über... Salisbury gehen wir. Dann gehen wir noch über wie Dingsbums. Und gehen dann hier hinten über Exeter, Plymouth, auch bis hier hinten nach. Na, ihr wisst schon, wie es heißt hier. Die beiden Fallmouth und die anderen Ort. Hier müssen wir übrigens auch noch mit Bussen arbeiten. Hier ist ja noch gar nichts. Hier ist noch Standardbasis von dem Flughafen hier, der auch nicht mehr so wirklich angenommen wird. Man könnte es mal angucken. Gehen wir weiter bergab. Ja. So. Und das wollen wir jetzt heute mal anfangen zu bauen. Ich hoffe mal, die Musik ist nicht zu laut. Ich finde sie persönlich ein bisschen zu laut. Ich mache sie mal einen leiser. Weiß nicht, wie ihr das nachher hört. So. Ich hatte gestern Abend ganz kurz Lust verspürt, ein bisschen was zu basteln. Das Problem ist, es wird so übelst warm hier bei mir immer. Und da hatte ich dann auch relativ zügig wieder aufgehört. So. Ich habe mir diese Strategie hier überlegt. Das sind ja Durchfahrtsgleise. Ich weiß nicht, ob wir am Ende noch einen größeren Bahnhof brauchen. Wir haben jetzt hier gut alles belegt. Eigentlich würde ich ganz gerne mit dem Intercity hier noch irgendwo rauf. Wir haben aber nur noch hier ein Gleis frei. Die hier könnte ich zwar auch in Doppelbelegung fahren. Aber dann kommt das immer alles wieder durcheinander. Ich weiß es halt auch nicht. Lust hätte ich da nicht schon drauf. Zumindest wir die TG Hürth Strecke könnten wir echt mit drauf gehen. Doch, fährt ja nur zweimal. Hier fährt nur ein Zug. Solange da nur einer fährt, ist das ja alles gar kein Problem. Da kann er halt immer ein bisschen warten. Halt schon cool eigentlich, ne? Wir haben hier, ich wollte ja hier meinen ganzen Fernverkehr ja auch noch machen. Hier oben sind da so viele Städte noch nicht angebunden. Im Prinzip bräuchten wir hier eigentlich ein paar mehr Gleise. Aber ich habe mir jetzt gerade überlegt, jetzt gerade, just in this moment, wir bauen jetzt hier noch irgendwie ein paar Weichen rein. Problem ist nur, wie komme ich jetzt hier hinten rüber? Das ist die Höchstgeschwindigkeitsstrecke. Jetzt müssten wir hier dann von abgehen. Da laufen wir ja noch parallel dann dazu. Dürfen die nur nicht ausbremsen. Okay. Jetzt wird's gespannt. Jetzt wird's spannend. Also wir müssen auf diesem Gleis arbeiten. Machen wir erstmal auf Pause. Wer weiß, was wir da alles so abreißen müssen. Autosave. Autosave immer wichtig. So, jetzt muss ich das aber trotzdem irgendwie eingeblendet haben. Nur die Sichtbahn, das reicht. So, komm von diesem Gleis. Und müssen ja im Prinzip... Also diese Verbindung kann ich mal wegmachen, die brauchen wir nicht. Aber er macht dann gleich die ganze Kreuzung weg. Das ist natürlich nicht das, was ich will. Okay, Kreuzung einmal weg. Wollen wir uns ein bisschen Platz verschaffen. So. Da gehen wir auf dieses Gleis. Das kommt hier von diesem komischen reingebogenen etwas, was wir eigentlich im Prinzip auch nicht brauchen. Kommen wir
da eigentlich schon mal drauf. So. Und um dann da weiterzufahren, kann ich hier kein... Ah. Dann müssten wir hier komplett quer rüber. Aber das kriege ich nicht hin. Wissens, ich gehe hier mit drauf. So. Jetzt da noch drauf. Es geht nicht. Sieht, glaube ich, auch optisch nicht so schön aus. Wo wir nun diese Verbindung jetzt auch nicht bräuchten, ne? Können wir das eigentlich als Weiche wegmachen? Das kommt auch einmal weg. Geht da ganz normal gerade drauf. So. Dann kommt der nochmal weg hier. Haben wir da noch ein Stück mit abgerissen? GG. So. So, da kommen wir drauf. Das geht. Und da kommen wir von hier auch locker da drauf. Nee, ist das nur irgendwie ein bisschen zu steil hier. Das sieht irgendwie nicht so schön aus. So, nochmal wieder abreißen. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich hier kein wirklich schönes Vorfeld, wie man das so macht. Mal weg hier. Ich möchte das ein bisschen länger haben. Dass nicht so kacke aussieht. So, das geht da wieder drauf. So, und ihr könnt jetzt eigentlich von dem mal eigentlich da drauf kommen. So. Könnte ich den sogar noch ein bisschen länger ziehen hier. So. Bin da wieder drauf. Jetzt verarschen. So. Aha. So sieht das doch schön aus. So, dann fährt er da mit. Dann müssen die sich jetzt nur hier hinten dann einmal trennen. Beziehungsweise der eine muss nach unten. Der andere muss eigentlich nach... Hier haben wir einen Berg. Jetzt hier von abgehe. Wenn, dann würde ich, glaube ich, so eine geile Überführung diesmal bauen. Ein Tunnel. So, das geht davon ab. Und von hier kommt das dann da auch wieder drauf. Ich weiß, selbst wenn der TG hört, dann noch mit richtig Speed ankommt, könnte ich da eigentlich noch ein bisschen später drauf, ne? Irgendwo das Gleis hier noch schön neben. Kollision. Warum? Wegen dem da. Das ist nicht das Problem. Das geht ja noch. So. Erstmal bis da. Jetzt brauchen wir die Linien auch nicht mehr. Geht das ja schon ganz schön steil bergauf da, ne? Aber gut. So. Dann glaube ich, muss ich mich jetzt hier mal gerade ein bisschen von entfernen. So ein bisschen aber nur. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Entweder mit dem. Wir haben ja hier diese ganzen Überführungen, ne? Zum Beispiel, die ist natürlich ewig lang. So. Das ist nicht das, was ich
brauche. Nee, das brauche ich nicht. Wir müssen das selber machen. Und nach oben. Und auf jeden Fall, dass du nach oben gehst. Und hier dann... So. Das ist zu steil. Ne, das sollte eigentlich ja gehen, ne? Hier rüber. Halt nicht da dran. Eieieiei. Problem ist, dass ich da natürlich immer gleich wieder direkt rankomme. Eigentlich sollte er jetzt so noch ein bisschen dichter. So, kommt da. Weiter geht's nicht. Dann fährt er hier 136. Bin ich hier nicht schon ein bisschen zu hoch? Und wenn ich jetzt noch weiter runter gehe, könnte ich schon machen, muss ich eine andere Brücke wählen. Das passt. Mal gucken, bauen wir das mal gerade so. Dass ich dann da irgendwann wieder rankomme in einer schönen großen Kurve. So schnell fahren kann, wie es geht. 121. Das ist mir alles nicht... Das gefällt mir nicht. Wir müssen das einem längeren... Wir haben ja hier nun mal den Platz. Können wir das ja auch irgendwie nutzen, ne? Wir brauchen nur einen, also können wir auch nur diesen Pfeiler nehmen. So wird's gehen. Ja. Aber dann soll's bitte... Was soll der Scheiß denn jetzt? Warum ist jetzt die Brücke wieder weg? So. Sehr schön. Und na... Nein! So, und das geht da wieder drauf. So schön lang, wie es irgendwie nur geht. 134 kriegen wir noch schneller. 162. Das ist perfekt. So ist das perfekt. So sieht es auch ganz gut aus eigentlich. Dies müssen wir jetzt hier gerade noch mal ein bisschen anpassen. So. Zack. Und mit ihm können wir noch bis dahin gehen, glaube ich. Dann gehen wir jetzt da dran. Perfekt. Und jetzt sind wir zusammen. Doch gar nicht so schlecht, oder? Glaub nicht. Wenn das nachher alles schön wieder mit Bäumchen und so verkleiden, denke ich mal, ist das doch gar nicht so eine schlechte Sache. So, jetzt fahren wir erstmal wieder parallel. So. Natürlich wieder viergleisig. Aber das wird jetzt ein paar Haltestellen erstmal so gehen. Wir können uns jetzt hier schon teilen. Wo teilen wir uns denn? Wir sind nie zusammen. Okay. Im Prinzip ja auch nicht schlecht. Aber wir können ruhig ein bisschen schneller fahren. Warum zeigt er mir das jetzt nicht an? Ja, 160. Ich weiß nicht, wie schnell zufällt der Zug überhaupt. 160 ist mir ein bisschen lahmarschig. Warum zeigt er das nicht an? 200. 200 ist doch gar nicht so schlecht. 300. 300. 300. 300. 200. 250.
250. So. Und die daneben. Haben wir dann nicht zwei die gleichen Brücken? Die eine war halt vorher da, die Höchstgeschwindigkeitsstrecke kam dann halt nachträglich dazu. So. Hier kommen sie dann eigentlich gut zusammen. Und trennen sich dann. Hier haben wir auch die schönen Oberleitungen, die deutschen mittlerweile. So, dann hält der Zug hier an. Wie lang ist eigentlich der Bahnhof? Hier hoffentlich 320 Meter. Ja, was ein Glück. Kann ich dann schön lange ICE 2 fahren lassen. Ne, nicht ICE, IC. Den IC 2 natürlich. War jetzt ganz schön laut. So. So. Zack. Ein bisschen unterschiedliche Ebenen, aber das ist ja alles okay, finde ich. Jetzt hier ein Tunnel. So, und jetzt gehen wir nach Exeter. Dann wir uns. Aber nicht zu einem riesigen. Das sieht schon besser aus. Ich möchte nämlich nicht hier so einen riesen aufgeschütteten Fall haben. Das gefällt mir ganz gut. Mal nur gucken, wie wir nach Exeter auch hinkommen. So geht es natürlich dann erstmal wieder direkt in den Tunnel. Oder mal gucken. Exeter ist natürlich mal, ich glaube, die kleinste Stadt im Spiel. Kann das sein? 50 Einwohner. Da sollen wir jetzt einen 320 Meter langen Bahnhof hinsetzen. Naja. Gucken wir uns mal das an. Ich weiß gar nicht, wo wir den hinsetzen sollen. Oh, das Problem ist ja mal leicht hügelig hier. Puh. 320 Meter sind halt auch 320 Meter, ne? Hier geht's. Zwei Gleise und zwar der Straßenanschluss. Den hier hinsetzen. Nur da komme ich jetzt von da oben nicht mehr drauf. Da habe ich schon ein bisschen einen falschen Winkel hier angeschlagen. Mal gucken, wenn ich jetzt hier. Ich gucke mal, ob ich jetzt direkt drauf komme. Oh, das geht sogar. Das ist perfekt. Auch wenn sie jetzt natürlich hier unterirdisch fahren wird, ein Stück. Aber das ist gerade einfach echt mit Abstand die beste Lösung, wie ich hier dann in den Bahnhof komme. Ist halt nun mal mega hügelig hier, kann man nichts ändern. Das sieht, gefällt mir eigentlich sehr gut. Hier kann ich dann schön die Stadt anschließen. Und wenn wir jetzt hier die Straßen mal gleich weiterziehen, hoffe ich mal, dass wir da drunter. Oh. Alles klar, machen wir nicht. Autosave. Sind also wieder 10 Minuten rum. So. Perfekt. Machen wir erstmal nur so. Wir müssen ja nach Plymouth. Wir bleiben mal auf Bodenniveau. Und machen da auch den gleichen Eingang. Genau, dann kann die Stadt da schön weiterbauen und wir fahren hier wunderschön in den Tunnel. Dann geht es hier außen lang. Oh, das liegt aber auch komisch. Die Stadt. Nehmen wir 141. Hier ist es relativ eben. Meter langer Bahnhof ist halt auch ein 320 Meter langer Bahnhof, ne? Das halt auch nicht vergessen. Wenn ich hier ein bisschen höher komme, kann ich vielleicht mit einer Hochbahn über die Stadt rüber. Das wäre natürlich optimal. Das wird hier sowieso alles einwachsen. Also da müssen wir uns ja nun mal nichts vormachen.
So. Ist die Seite. Wie geht da, wenn ich direkt drauf gehe? Kriegt der auch alles wieder hin. Wir kommen sogar zu kurzzeitig nochmal wieder raus aus dem Tunnel. Das ist natürlich schön. So. Dann fahren wir nicht die ganze Zeit unter Tage. Zack. Oh nein. Oh ne, komm. Echt jetzt? So. Da kommen wir auch rauf. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Shitty. Shitty McTitty. Schön wäre trotzdem, wenn wir hier wieder rauskommen würden. Was denn jetzt? Schon noch irgendwas? Mal kurz hier wieder eben machen. So. So, meine Freunde. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Müssen wir nur sehen, dass wir hier mal gerade ein bisschen angleichen hier. Chips. Wenn wir hier nicht mit einer Straße rüberkommen. Wäre mega geil. Problem ist nur, dass es ein bisschen gefälliges Gefälle ist. Da ist ein kleiner Knick drin, ne? Ist ja jetzt so dramatisch. Wir könnten jetzt den hier nochmal abreißen. Und da jetzt nochmal neu drauf gehen. Dann sollte es jetzt kein Problem mehr sein. Nee. So ist schön. Geil, hätte ich jetzt ja nun mal nicht gedacht. Zack. Natürlich ein vernünftiger Bahnübergang hin, weil die jetzt ja aus dem Tunnel kommen, dann da Vollspeed dran vorbei brettern. Hier kommen wir raus, sehr schön. So, jetzt müssen wir natürlich sehen. Oh, wir sind schon am Ende der heutigen Folge gekommen, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr dann in 2 Tagen oder in 3 Tagen wieder einschalten würdet. Bis dahin, haut rein, euer Mr. Bosen. Ciao.